des Jahres kurzfristig abgesagt wurde, weil der Referent verhindert war. Der Vortrag wird im Oktober nachgeholt. Leider konnten wir nicht alle informieren und waren doch 10 oder 15 Leute da. Wir haben uns gut unterhalten vor dem geschlossenen Hörsaal, aber es war eben kein Vortrag. Also wir holen das nach. Heute steigen wir in ein medizinisches Problem ein. Schwerpunkt ist die innere und Professor Lutz ist dabei, aber es geht nicht ohne Chirurg. Und darum bin ich auch froh, dass Herr Haferkamp zugesagt hat, heute bei uns zu sein. Herr Haferkamp ist der neu berufene Chef der hiesigen Urologie. Das wissen Sie wahrscheinlich schon. Er hat in Marburg und Aachen studiert und ging dann zur Facharztausbildung zunächst nach Heidelberg für 2 Jahre. Für weitere 3 Jahre war er dann an der Urologischen Klinik in Bonn. Dort hat er in dieser Zeit hat er promoviert und auch den Facharzt für Urologie gemacht. Dann ging es wieder zurück nach Heidelberg, um den beruflichen und auch den akademischen Weg zu gehen. Das heißt Habilitation, Oberarzt, leitender Oberarzt, Professur. Und 2010 wurde dann auf den Lehrstuhl für Urologie an die Universität Frankfurt berufen. Dort war er bis 2016 Zeit genug, um zu zeigen, was man kann. Das hat er offensichtlich, das kann ich so persönlich sagen, aus bestimmten, man hört ja so einiges, aber man kann es auch daran messen, dass er den Ruf hier nach Mainz bekommen hat und er offensichtlich mit dem Angebot hier in Mainz sehr zufrieden war und damit Frankfurt wieder verlassen hat. Der Umzug war spektakulär. Er ging durch die Presse, weil, wenn ich es richtig also gelesen habe, 11 Mitarbeiter mit ihm gekommen sind und 5 andere Mitarbeiter noch, also ärztliche Mitarbeiter, nicht ärztliche Mitarbeiter, was natürlich für eine Klinik ein erheblicher Exodus ist, zeigt aber andererseits das gute Verhältnis, das der Chef zu seinen Mitarbeitern hat und zeigt auch, wie man als junger Kollege doch auf den Chef fixiert ist, angewiesen ist und denkt, mit ihm kann man Karriere machen. Anstatt jetzt Ihnen die Forschungsschwerpunkte zu sagen, wollte ich einen Satz aus der Presseerklärung Ihnen zeigen, die Herr Professor Haferkamp Ihnen da erwähnt hat und sagt, sein oberstes Ziel ist, dass jeder individuelle Patient die beste Behandlung bekommt. Sie werden sagen, das ist ja selbstverständlich, ist es aber nicht, denn ist es ein großer Streit, ob der Patient die beste Behandlung oder nur die ausreichende Behandlung bekommt. Und es hat mich sehr gefreut und beruhigt, dass Herr Haferkamp da ganz klar gesagt hat, jeder soll die beste Behandlung kriegen. Das ist ein gutes Motto für Ihre Mainzer Tätigkeit. Ich bin beruhigt, dass Sie da sind, beruhigt auch für die Patienten und darf Sie nun bitten, die Moderation zu übernehmen. Ja, sehr geehrter Herr Junginger, Herr Lutz, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin ganz beeindruckt von dieser Einführung, habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja? Vor allen Dingen, ich stehe ja heute gar nicht im Mittelpunkt, sondern unser Vortragender steht ja im Mittelpunkt mit seinem Thema. Und von daher bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, aber jetzt kommen wir mal auf den eigentlichen Fokus, nämlich auf den Herrn Lutz. Herr Privatdozent Dr. Lutz ist der Leiter der hiesigen Nephrologie. Und er ist ausgebildet an der Universität Benjamin Franklin. Dort hat er studiert. Dort hat er 1992 sein Medizinstudium beendet. Hat dann so einen kleinen Schlenker in die Pathologie gemacht, in seinem, nennt sich Arzt im Praktikum. Das sind so die ersten 1,5 Jahre, die man in seiner Weiterbildung macht. Und ist dann oder hat dann seine Facharztausbildung für innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie auch in Benjamin Franklin, also an der Freien Universität in Berlin, 1994 begonnen, hat dann von Berlin über Essen an die Technische Universität nach München gewechselt, zwischendrin noch ein DFG-Stipendium in Bergamo in Italien absolviert. Und hat dann 2003 seinen Facharzt für Innere Medizin gemacht. Wie sich das dann gehört, ist er dann relativ schnell Oberarzt in der nephrologischen Abteilung der Technischen Universität in München geworden.
Dann kommen so fakultative Weiterbildungen, die man noch braucht, die einfach das Spezialwissen erhöhen. Das ist dann einmal der Facharzt für Nephrologie und dann zum späteren Zeitpunkt auch noch die spezielle Weiterbildung für Hypertensiologie, also Bluthochdruckerkrankungen und deren Therapie. Er ist dann 2005 zum leitenden Oberarzt der Abteilung geworden, hat sich 2008 habilitiert. Ist dann noch Leiter des Transplantationsprogramms geworden, also eines Teilbereichs, der ganz wichtig ist, auch in der Nephrologie. Und hat dann 2011 die W2-Professur für allgemeine Nephrologie an der hiesigen Universität bekommen. Und diese Position bekleidet Herr Lutz seitdem und hat, glaube ich, für die Transplantation und für die Nephrologie dieser Universität sehr viel beigetragen. Herr Privatdozent Dr. Lutz hat zahlreiche Preise bekommen. Zu erwähnen ist einmal der Rudolf-Pichelmeier-Preis der Deutschen Transplantationsgesellschaft, also gerade was Nierentransplantation angeht, ganz wichtig. Er ist Mitglied zahlreicher Gesellschaften und Gremien und hat als Forschungsschwerpunkt einmal die Nierentransplantation selbst beziehungsweise das chronische Transplantatversagen, also wenn die Niere nicht mehr so gut funktioniert. Er hat auch als Schwerpunkt die chronische Niereninsuffizienz, also das chronische Nierenversagen und das insbesondere beim Hypertonus. Und er wird heute reden über das Thema chronisch nierenkrank ohne Dialyse oder vielleicht doch mit Dialyse oder mit alternativen Verfahren. Und ich freue mich ganz herzlich, dass Sie diesen Vortrag heute übernommen haben und freue mich, dass Sie alle da sind und dass wir jetzt einen spannenden Vortrag hören. Dankeschön. Oh. Entschuldigung. Ja. Lieber Junginger, lieber Haferkamp, vielen herzlichen Dank für die schönen einführenden Worte. In der Tat, Nierenerkrankungen spielen zunächst mal im Bewusstsein keine so zentrale Rolle, obwohl es ja heißt, auf Herz und Nieren muss geprüft werden, aber zunächst spürt man nichts davon. Und lebt so, und das ist eigentlich die große Gefahr bei der ganzen Geschichte, zu erkennen, dass irgendwo die Niere krank ist, damit man früh was tun kann. Denn das Problem ist, wenn es erstmal zu spät ist, wenn es weit fortgeschritten ist, dann ist es schwierig, letztendlich hier eine Heilung herbeizuführen oder den Zustand zu erhalten. Und häufig ist dann eben ein Nierenersatzverfahren notwendig. Also die zentrale Botschaft ist sozusagen, wie können wir Nierenerkrankungen erkennen? Was können wir tun, um die Progression, das Fortschreiten dieser Nierenerkrankungen zu verhindern? Und wenn dann das Problem da ist, dass sich die Funktion deutlich verschlechtert und der Körper damit nicht mehr zurechtkommt mit der Restfunktion, er braucht mehr, wie können wir dann das Organ ersetzen? Und das ist letztendlich auch eine Erfolgsstory, weil das einzig breit einsetzbare Organersatzverfahren ist, was es eigentlich gibt. Man kann ein Herz ersetzen mit künstlichen Herzen. Es gibt auch so eine Art künstliche Lebern, funktioniert aber alles nicht so gut, ist ein hoher technischer Aufwand. Und das ist bei der Niere eigentlich gelungen, mit einem relativ moderaten technischen Aufwand hier ein Ersatzverfahren zu etablieren. Aber dazu später. Zunächst einmal die Frage, chronisch nierenkrank, wie geht's weiter? Und die Aufgaben der Niere, das ist hier ein leeres Bild. Problem ist, dass die nächsten werden besser, da sind dann die Bilder richtig drauf. Die ersten haben irgendwelche Störungen bei der Übertragung. Die Aufgaben der Niere sind vielfältig und es ist vor allen Dingen die Blutdruckregulation, die Entgiftung, das ist das, was allgemein bekannt ist. Dann natürlich der Wasserhaushalt, der reguliert wird von der Niere. Aber es gibt eben auch Dinge wie die Blutbildung, die von der Niere beeinflusst wird, also die Bildung von roten Blutkörperchen oder aber auch die Regulation des Säure-Basen-Haushaltes, des Elektrolythaushaltes. Und nicht zu vergessen auch des Knochenhaushaltes, also des Calcium-Phosphat-Stoffwechsels. Also die Niere greift in sehr viele Bereiche unseres Körpers ein. Und man kann sich vorstellen, wenn die Niere krank ist, dann ist nicht nur ein Organ krank, sondern ist der ganze Körper betroffen, von der Haarspitze wirklich bis zur Fußsohle. Und das macht die Sache so breit und gefährlich und schwierig dann auch zu behandeln. Und deswegen gibt es diese Spezialisten, die Nephrologen, die dann dafür zuständig sind, eben diese ganzen Dinge im Blick zu behalten, aber eben auch zu verhindern, dass die Nierenfunktion sich weiter verschlechtert. Und was sind die häufigsten Ursachen
Und hier muss man sich jetzt ein Kreisdiagramm vorstellen. Die häufigsten Ursachen, die eben zum chronischen Nierenversagen führen und das, was bei uns in Europa und der westlichen Welt hier das häufigste ist, ist der Diabetes mellitus. Ungefähr 35% der Patienten, die nierenkrank sind, haben einen Diabetes oder als Ursache für die Nierenkrankheit einen Diabetes. Dann 15% haben chronische Entzündungen der Niere, die vor allen Dingen im Bereich von Autoimmunerkrankungen zu suchen sind. Und dann gibt es noch verschiedene angeborene Erkrankungen, so um die 10%, der Rest sind eigentlich dann seltene Erkrankungen. Also Sie können sich merken, die Hauptursachen für chronische Nierenkrankheiten sind Bluthochdruck, Diabetes mellitus und dann eben auch autoimmune Nierenerkrankungen, die dann zu Entzündungsreaktionen dort führen. Und das Problem ist, dass letztendlich das Überleben mit einer chronischen Nierenerkrankung, zum Glück ist dieses Bild nicht da, dann sieht man es nicht so schön, jetzt muss ich es Ihnen erzählen, sieht es nicht so dramatisch aus. Aber wenn man an der Dialyse ist oder dialysepflichtig wird, dann hat man ein deutlich reduziertes langfristiges Überleben, was ungefähr die Hälfte von dem entspricht, was ein Nierengesunder hat. Und wenn man hier eine Nierentransplantation durchführt als Möglichkeit des Organersatzes, dann steigt diese Überlebenswahrscheinlichkeit wieder deutlich, ist bei 10 Jahren bei ungefähr 80%, während, wie gesagt, bei der Dialyse sind nach 10 Jahren ungefähr 50-60% der Patienten verstorben. Also es gibt hier einen großen Unterschied und es ist vor allen Dingen ein langfristiges Problem. Kurzfristig ist es keine Schwierigkeit, ist das Überleben kaum verändert, aber über den längeren Zeitraum eben hat man diese hohe Sterblichkeit und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, kommen wir später nochmal drauf, dass es ein hohes kardiovaskuläres Risiko bei den Patienten gibt. Die Niere altert natürlich, aber beeinflusst das Herz und die Gefäße und es kommt zu einer zunehmenden Verkalkung und das ist es letztendlich, was dann die Patienten zu einer großen Gefahr aussetzt. Die Frage ist, wie ist es definiert? Was ist überhaupt eine chronische Nierenerkrankung? Und ein ganz entscheidender Punkt dabei ist die Nierenfunktion. Und die wird hier einmal ausgedrückt als glomeruläre Filtrationsrate. Diese Abkürzung GFR ist ein ganz wichtiger Wert, der berechnet wird. Den kann man jetzt nicht direkt, kann man auch messen, aber ist unpraktisch. Deswegen wird er berechnet mit Hilfe einer Formel. Und das ist das, was der Arzt letztendlich, wenn Sie die Nierenfunktion untersucht haben möchten, dann ist es das, was der Arzt hier berechnet anhand von einigen Blutwerten. Das gucken wir uns gleich an. Und diese Filtrationsrate soll unter 60 Milliliter pro Minute sein. Also das ist das, was filtriert wird in der Niere. Und die muss eben unter dieser 60 sein. Normal ist so über 90. Ja, das ist das, was normal ist. Wenn es unter 90 ist, dann hat man so eine leicht eingeschränkte Nierenfunktion. Aber eine manifeste chronische Nierenerkrankung ist dann, wenn hier diese Filtrationsrate unter 60 Milliliter pro Minute sinkt. Und das Ganze über einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten. Also man braucht sozusagen diesen zeitlichen Aspekt auch in der ganzen Betrachtung. Und weitere Hinweise eben für eine chronische Nierenerkrankung sind histologische Veränderungen. Das bedeutet, wir entnehmen etwas Gewebe aus der Niere mithilfe einer Biopsienadel und gucken uns das unter dem Mikroskop an, vor allen Dingen auch, um die Ursache festzustellen. Dann hat man hier vermehrt Proteine, Eiweiße im Urin, eine sogenannte Albuminurie. Ja, Albumin, das ist ein Haupteiweißstoff im Blut und Urie bedeutet, taucht im Urin auf. Das heißt, die Niere ist nicht in der Lage, das Eiweiß zurückzuhalten. Die Filter, diese Nierenfilterchen, die Nierenkörperchen sind geschädigt. Und das, was man auch findet häufig, ist eine Veränderung des Urins. Das sieht man möglicherweise nicht unbedingt mit bloßem Auge, sondern erst unter dem Mikroskop. Und das ist das, was wir auch tun. Wir machen eine Urinanalyse, eine Sedimentanalyse und können dann anhand von verschiedenen Zellen, die da nicht hingehören, Rückschlüsse auch ziehen, was für Nierenerkrankungen vorhanden sind. Also das muss zusammenkommen, eine verminderte Filtrationsrate über einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten, histologische Veränderungen, dann auch eine erhöhte Eiweißausscheidung und ein verändertes Urinsediment, dann hat man letztendlich eine chronische Nierenerkrankung. Und so sieht es aus, das ist eine normale Niere, die jetzt kein Blut hat, deswegen ist sie so hell. Herr Haferkamp weiß, wovon ich rede, er hat es jeden Tag in der Hand, mehrmals.
Und das ist so eine Niere, die eben chronisch verändert ist. Die werden kleiner, die vernarben, die haben teilweise so kleine Höcker an der Oberfläche. Und man kann sich vorstellen, dass hier die Nierenfunktion natürlich nicht mehr optimal ist und die Filtration eben auch herabgesetzt ist, sodass letztendlich die Giftstoffe sich im Körper dann auch ansammeln können. Und wenn man das weiter anschaut, wie sieht es denn normal aus? Also wie gesagt, hier, das ist die normale Niere. Und das ist eine sogenannte Schrumpfniere. Wenn eben ein Diabetes lange Zeit, ein Bluthochdruck besteht, dann vernarbt die Niere, wird kleiner und sieht letztendlich so aus. Und wir können das Ganze noch weiter treiben und schauen, wie ist das unter dem Mikroskop. Das sieht auch ganz spannend aus. Das ist hier eine Niere mal schematisch dargestellt, aufgeschnitten. Hier ist ein zuführendes Gefäß, die Arterie, das abführende Gefäß, die Vene. Und hier ist der Ureter, der Harnleiter. Und wir können jetzt einfach weiter schauen, immer weiter in die Tiefe und schauen dann auf diese Nierenkörperchen, auf die Glomeruli. Und so sieht das normalerweise aus unter dem Mikroskop. Hier wird der Urin gebildet an dieser Stelle. Das Blut fließt hier durch diese Kapillaren hindurch. Ja, wie so ein Baum ist das aufgebaut, dieser Kapillarbaum. Und hier wird das Blutwasser letztendlich abgepresst, hier gesammelt und wird dann weitergeführt über diese Kanälchen hier in das Nierenbecken und dann weiter über den Harnleiter in die Blase und dann nach draußen transportiert. Und so wird letztendlich der Urin gebildet zunächst mal. Viel Wasser wird hier auch wieder zurückresorbiert, zurückgeholt, weil der Körper sonst ausläuft und austrocknet. Und all das passiert hier in dieser Niere. Und so sieht das normalerweise aus. Das ist hier eine sehr starke Vergrößerung. Hier sieht man übrigens auch ein paar rote Blutkörperchen in diesen Kapillaren. Und wenn man das weiter vergrößert, etwas größer sich anschaut, ein größeres Feld sich anschaut, dann sieht man hier diese Nierenkörperchen, wo eben der Primärhahn gebildet wird. Dazwischen die ganzen Tubulus-Segmente, Tubulus-Apparat, wo der Primärhahn durchgeleitet wird und weiter aufbereitet wird. Das Wasser wird zurückresorbiert. Und so sieht das Ganze aus, wenn die Niere vernarbt ist, wenn zum Beispiel eben lange ein Diabetes oder ein Bluthochdruck besteht, dann hat man hier eben diese Nierenkörperchen, die sind teilweise dicht, nicht mehr so licht, da ist viel Vernarbung drin und Sie sehen hier dieses ganze blaue Gewebe rund um die Tubuli, um die Nierenkanälchen, das ist alles Narbengewebe, drückt das zusammen und dann kann man sich vorstellen, hier kann nicht mehr sehr viel funktionieren, die Nierenfunktion nimmt eben ab und das ist das, was wir dann eben unter dem Mikroskop erkennen können. Und die entscheidende Frage ist, wie häufig kommt denn sowas vor eigentlich in Deutschland? Und wir sind so ein toll hochentwickeltes Land, aber wir haben kaum Daten zu unserer Gesundheit, beziehungsweise teilweise werden die auch unter Verschluss gehalten, willentlich oder unwillentlich von den Krankenkassen, die da drauf sitzen wie auf so einem Schatz. Und glücklicherweise gab es im vorletzten Jahr mittlerweile schon Anfang 2016 eine Veröffentlichung. Und die haben einfach mal bei 7.000 Menschen, die sie sich übers Melderegister rausgesucht haben, zufällig, da waren auch Asylbewerber dabei, also wirklich ein kompletter Querschnitt durch die deutsche Bevölkerung, von Freilassing bis nach Flensburg, also alles einmal durchuntersucht. Bei 7.000 Patienten, also nicht Patienten, Entschuldigung, sondern eben Einwohnern dieses Landes, egal was die hatten oder nicht hatten, wurden zufällig ausgewählt. Und dann wurde untersucht, wie ist die Filtrationsrate bei diesen Patienten, wie häufig ist es, dass die unter 60 ist, also eine entsprechende Nierenerkrankung vorhanden ist, eine reduzierte Nierenfunktion vorhanden ist. Und das Ganze hier aufgeteilt auf die Altersgruppen von 20- bis 29-Jährige und hier sind die 70- bis 79-Jährigen. Und Sie erkennen hier, das sind ist die Gesamtgruppe und das ist unterteilt männlich und weiblich. Und Sie sehen natürlich, dass hier die Prävalenz, also das Vorkommen einer solchen eingeschränkten Nierenfunktion bei den älteren Patienten, das fängt hier so mit 50 Jahren an und hat dann Maximum hier bei den 80-Jährigen oder knapp 80-Jährigen, dass da in dieser Altersgruppe eben eine deutlich eingeschränkte Nierenfunktion vorkommt. Und wenn Sie jetzt aber noch einen zweiten Faktor dazu nehmen, nämlich diese Eiweißausscheidung, Albuminurie über 30 Milligramm pro Liter bzw. pro Tag, dann sehen Sie, dass es eben auch schon bei jüngeren Patienten hier vorhanden ist, 20 bis 29, klar, die Älteren, da ist es mehr.
Aber wenn Sie diese beiden Faktoren zusammennehmen, dann sind eben doch eine größere Zahl von Patienten, Menschen, nierenkrank. Und das Schönste daran ist, beziehungsweise das Problem daran ist, dass es kaum bekannt ist. Und hier ist es einmal für Rheinland-Pfalz, habe ich das einmal umgerechnet. Und man kann sagen letztendlich, dass hier dialysepflichtig, das sind hier diese Patienten mit CKD5, das ist ein bestimmtes Stadium. CKD heißt Chronic Kidney Disease, das ist amerikanisch oder englisch. Und da haben wir hier in Rheinland-Pfalz eine Inzidenz bzw. Prävalenz von solchen Dialyse- oder knapp vor der Dialyse stehenden Patienten von 1.000 bzw. 5.000 Patienten. Aber das sind die Patienten hier, 3 bis 5, mit dieser GFR unter 60 Milliliter pro Minute. Und das sind immerhin 92.000 bis 140.000 Patienten, je nachdem, was man für eine Berechnungsgrundlage da anwendet. Sind es etwas mehr oder etwas mehr Patienten hier in Rheinland-Pfalz. Und von denen sind ungefähr 21.000 bis 31.000 Patienten in ärztlicher Behandlung. Also das ist ungefähr 2/3. Und das Problem ist aber, dass die Nierenerkrankung unbekannt ist bei 2/3 dieser Patienten. Also 62.000 bis 93.000 Patienten laufen hier in Rheinland-Pfalz umher und wissen nicht, dass ihre GFR unter 60 Milliliter pro Minute ist, können deswegen auch nichts dagegen unternehmen, keine Prävention und Progressionshemmung machen. Und das ist ein Problem. Da muss man halt ansetzen und das Bewusstsein etwas schärfen, dass man wirklich darauf achtet, dass hier die Werte gut sind, beziehungsweise wenn sie schlecht sind, die Ursache rausfinden und entsprechende Präventionsmaßnahmen machen. Und das ist der zentrale Punkt. Wie kann ich das schaffen? Mit den Nieren stimmt etwas nicht. Wenn man das schon mal hört irgendwo, wenn irgendein Arzt irgendwie sowas sagt, dann muss man hellhörig werden. Dann geht es um die Risikoerkennung für chronische Nierenerkrankungen. Die Diagnose muss stehen. Wir müssen die Patienten identifizieren, die eine chronische Nierenerkrankung haben. Wir müssen die Ursache klären, damit wir es entsprechend behandeln können. Und wir müssen das Progressionsrisiko dieser chronischen Nierenerkrankung eben erfassen und einteilen. Und wie schaffen wir das? Wie können wir das machen? Indem wir ganz einfache Laborwerte untersuchen, nämlich das Serumkreatinin, den Harnstoff eventuell, den brauchen wir aber nicht unbedingt. Aber das wird immer so mitgemessen. Und wir können anhand dieses Kreatinins, was wir dann messen, diese glomeruläre Filtrationsrate bestimmen, berechnen. Und E heißt, ist wieder Englisch, estimated, also abgeschätzte glomeruläre Filtrationsrate. Und wir machen gleichzeitig eine Urinanalyse, wir gucken uns das Sediment an, schauen, was da für Zellen drin sind und wir untersuchen den Urin, ob Eiweiße vermehrt drin sind und vermehrt Albumin im Urin vorkommt. Und wenn wir diese Werte zusammen haben, diese Untersuchung, dann können wir das Risiko für die Progression einschätzen und vor allen Dingen sagen, ja, wir haben eine Nierenerkrankung hier oder nein, die Nieren sind gesund. Und so sieht das aus, wenn man das einmal grafisch darstellt. Hier unten ist die Filtrationsrate dargestellt, diese glomeruläre Filtrationsrate. Hier um die 100, das ist normal. Es gibt auch einige Patienten, die haben sogar ganz viel Filtration, spielt jetzt aber erstmal keine Rolle. Und Sie sehen, dass hier die Filtrationsrate absinkt. Jeder Punkt ist sozusagen ein Patient, der gemessen ist. Und man hat sozusagen diese Filtrationsrate gemessen und das Kreatinin dazu bestimmt. Und Sie sehen, dass auch bei deutlich abnehmender Filtrationsrate, das ist das Problem, weswegen man diesen Kreatininwert nicht alleine messen kann, oder man kann ihn schon alleine messen, aber der alleine sagt noch nichts aus. Wir müssen diese Filtrationsrate berechnen. Das ist der entscheidende Punkt. Denn die sinkt hier ab, weil die Niere krank ist, Bluthochdruck, Diabetes, was auch immer die Ursache ist. Und das Kreatinin steigt aber erst sehr spät, wenn die Filtrationsrate hier bei 20 bis 40 ist, also schon deutlich reduziert, dann steigt das Kreatinin an und wird sozusagen als erhöht gemessen. Und das ist hier diese gestrichelte Linie, alles was da drunter ist, ist normal. Da ist zwar hier die Filtrationsrate schon deutlich eingeschränkt, aber das Kreatinin eben noch nicht erhöht. Und das ist die Gefahr, wenn man jetzt nur ein Kreatinin misst und anhand dieses Kreatinins die Nierenfunktion bestimmt, ist es eben schwierig. Wir müssen diese Filtrationsrate bestimmen.
Und das zeige ich gleich, wie das funktioniert, die GFR an sich. Und das zeige ich hier an diesem Bild nochmal, kann man auch als Kreatinin-Clearance bezeichnen, nimmt physiologischerweise ab mit dem Alter. Hier sind die 20- bis 29-Jährigen, hier die 100-Jährigen sozusagen. Und physiologischerweise nimmt diese Filtrationsrate ab. Das ist kein pathologischer Prozess. Aber Sie sehen, das Kreatinin bleibt die ganze Zeit über in allen Altersgruppen gleich. Und das ist die Schwierigkeit. Und deswegen gibt es diese Formel, die müssen Sie sich jetzt nicht aufschreiben, sage ich auch mal den Studenten, hier oben. Und die wird benutzt, um letztendlich diese Filtrationsrate zu berechnen. Und da gehen viele Faktoren ein, sodass das korrigiert wird. Das Kreatinin ist ein Faktor davon. Und mit dieser Formel kann man aber die GFR sehr gut abschätzen und eben erkennen, dass die Filtrationsrate eingeschränkt ist. Das ist der entscheidende Punkt. Und das tun wir auch, kann man mit den Smartphones ganz toll machen. Da gibt es dann entsprechende Apps. Wir sind ja alle ganz modern. Und mithilfe dieser Apps kann ich dann diese Formel einfügen und berechnen und dann eben rausfinden, ob jemand eine eingeschränkte Filtrationsrate hat oder nicht. Anhand dieses Kreatininwerts, der dann noch mit eingegeben wird. Der zweite Punkt ist die Filtrationsrate, okay. Aber was wir noch anschauen, ist die Proteinurie, also die Ausscheidung dieser Eiweiße. Und das kommt immer dann zustande, wenn hier oben im Bereich dieser Nierenkörperchen eine schwere Störung ist, dieser Basalmembran, dieser entsprechenden Strukturen, dann taucht hier plötzlich massenhaft Eiweiß auf. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund, das macht die Niere krank, den Körper auch. Und das ist auch ein Zeichen einer entsprechenden Nierenerkrankung. Und nächster Punkt ist, wir können dann letztendlich hier dieses Risikofeld bestimmen anhand der glomerulären Filtrationsrate. Die habe ich jetzt berechnet mit Blutwerten, das Kreatinin bestimmt. Und jetzt kann ich eine Einteilung machen. Hier ist über 90 die GFR, hier ist sie unter 15. Und ich kann die Eiweißausscheidung bestimmen, hier unter 30, hier über 300. Und je nachdem, wenn ich jetzt hier zum Beispiel jemanden habe mit einer GFR unter 60, hier 49, 50 bis 45, und er hat hier eine hohe Eiweißausscheidung, da hat er auch, ist er rot, dann hat der Mensch ein hohes Progressionsrisiko. Klar, wenn hier die Eiweißausscheidung sehr niedrig ist und die Filtrationsrate auch kaum verändert ist, dann ist das Progressionsrisiko gar nicht da, beziehungsweise nur sehr mäßig. Und auf die Art und Weise kann ich dann abschätzen, ob jemand Gefahr hat, schnell, letztendlich über einige Jahre, weiter schlechter zu werden mit der Nierenfunktion oder ob sich die ganze Sache hält. Das hilft mir sozusagen dann, eine entsprechende Therapie zu machen. Und das Wichtige ist aber auch die Urinanalyse. Das kann man mit dem Teststreifen machen, ist aber ein Problem, weil der Teststreifen immer nur semi-quantitativ bestimmt und Analysen macht. Aber ich weiß nicht genau, wie viel es ist. Und Zellen sieht er auch nicht. Und die kann ich natürlich am besten unter dem Mikroskop sehen. Und das ist dann das, was ich hier tue, wenn man das den Urin zentrifugiert und dann das Sediment herstellt, dann kann man hier bestimmte Zellen sehen. Erythrozyten im Urin, das ist was nicht normal ist. Und da haben wir ein kleines Berührungsfeld auch mit den Urologen, mit Herrn Haferkamp. Wir gucken dann, und wenn wir solche Zellen sehen, Erythrozyten, rote Blutkörperchen mit solchen keulenartigen Auftreibungen hier, da auch, teilweise sehen die aus wie Mickey-Mäuse, die haben dann so Ohren. Das sind Blutzellen, Erythrozyten, die dann in den Urin kommen, wenn da eine Entzündung der Glomeruli vorhanden ist. Eine Glomerulonephritis, also ein Autoimmunprozess, der letztendlich die Niere entzündet. Im Gegensatz dazu kann man auch so ein Bild haben. Das sind auch rote Blutkörperchen, aber Sie sehen natürlich sofort, die sehen ganz anders aus, haben glatte Oberflächen. Und das sind Erythrozyten, die nicht glomerulären Ursprungs sind, also nicht unbedingt aus den Glomeruli kommen, sondern eben aus abhängigen Gebieten. Und da muss dann der Urologe gucken, ist da eine Entzündung oder ein Stein oder auch ein Tumor, der dahinter steckt. Und das kann man dann entsprechend diagnostizieren. Und so arbeiten wir dann miteinander zusammen bei diesen Fragen. Also, Diagnose, wir brauchen diese Filtrationsrate, wir brauchen die Urinanalyse, wir brauchen den Ultraschall und letztendlich dann zur Klärung eine Nierenbiopsie. Und die Frage ist, was kann uns jetzt die Nierenerkrankung zum Fortschreiten bringen? Und da sind ganz wichtig der hohe Blutdruck, der Blutzucker vor allen Dingen, auch Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, eine
unkontrollierte Eiweißausscheidung und natürlich die Grunderkrankung der Niere. Und da haben Sie schon die Punkte, die wir letztendlich verändern können, auch um die Progression zu vermindern. Und da geht es vor allen Dingen darum, das Rauchen einzustellen bei den Patienten. Also wer raucht und nierenkrank ist, das ist extrem schädlich. Ja? Genauso, wenn jemand lungenkrank ist, dann soll er auch aufhören zu rauchen. Aber für Nierenkranke gilt das genauso. Die müssen auch aufhören zu rauchen, weil es massiv die Niere schädigt. Und wir müssen die Grunderkrankung behandeln, das ist klar. Aber was wir gut behandeln und einstellen können, ist natürlich den Blutdruck mit entsprechenden Medikamenten und den Blutzucker im Zweifel eben mit Insulin oder blutzuckersenkenden Tabletten. Und das Entscheidende ist, dass wir das natürlich hier, Zucker- und Fettstoffwechsel, können wir kontrollieren. Wichtig ist, dass man die Gabe von Kontrastmitteln bei Röntgenuntersuchungen vermeidet. Nur dann benutzen, wenn es unbedingt notwendig ist, keine nicht steroidalen Schmerzmittel nehmen, also Voltaren oder COX-Inhibitoren sollte man vermeiden. Es gibt Alternativen dazu, die Schmerzmittel, die nierenverträglich sind. Man muss die Medikamente-Dosis anpassen und das Entscheidende ist, dass wir die Eiweißausscheidung, die Albuminurie vermindern wollen, weil das ein Punkt ist, der die Nierenerkrankung zusätzlich progredient macht, zum Fortschreiten bringt und die Nierenfunktion über die Zeit verschlechtert. Und das ist hier einmal dargestellt über die Zeit, 54 Monate in dieser Untersuchung. Und das sind Patienten mit einer niedrigen Eiweißausscheidung, so unter einem Gramm pro Tag. Das sind Patienten hier mit einer sehr hohen Eiweißausscheidung, 8 Gramm pro Tag. Und Sie sehen, dass hier das Nierenüberleben, also Fortschreiten der Nierenerkrankung, Dialysebeginn, Transplantation, ja, dass das wesentlich häufiger war bei denen, die eine sehr hohe Eiweißausscheidung hatten, im Vergleich zu denen, die eben hier eine ganz geringe Eiweißausscheidung haben. Also wir müssen diese Eiweißausscheidung reduzieren, um die Progression der Nierenerkrankung zu verlangsamen. Und damit müssen wir früh anfangen. Hier ist das einmal dargestellt. Wir haben hier Jahre, 25 Jahre. Das ist ein Patient mit Diabetes mellitus zum Beispiel. Und Sie sehen hier die blaue Linie. Das ist letztendlich die Eiweißausscheidung, die immer mehr wird über die Zeit. Aber das ist kaum zu erkennen, nur über Laboruntersuchungen eben. Hier die grüne ist diese Filtrationsrate, also die Qualität der Nierenfiltration. Und die sinkt dann hier nach 15 Jahren ab. Aber Sie sehen, dass diese Eiweißausscheidung schon ansteigt, obwohl das hier eigentlich noch normal ist. Und das ist der entscheidende Punkt, weswegen wir sozusagen aktiv danach suchen müssen. Wenn man entsprechende Risikofaktoren hat, also wenn man Diabetiker ist, dann gehört es dazu, dass man immer eine GFR macht, wenn man zum Arzt geht und dass man einmal eine Eiweißuntersuchung macht. Und genauso ist es, wenn man Bluthochdruck hat und zum Arzt geht. Muss man nicht jede Woche machen, auf keinen Fall. Aber je nachdem, ein-, zweimal im Jahr auf alle Fälle, wenn nichts ist und wenn dann eine entsprechende Progression da ist, dann natürlich auch etwas häufiger. Aber Sie sehen, dass wir hier schon anfangen müssen, dass man aktiv suchen muss und an der Stelle, wo das hier anfängt anzusteigen, muss man im Grunde schon eine Behandlung anfangen und gucken, dass man hier eine Progressionsverlangsamung hinbekommt. Und entscheidende Medikamente, die wir dafür benutzen, sind hier die Hämmer dieses Renin-Angiotensin-Systems. Das ist ein Hormonsystem, was eine ganz entscheidende Rolle spielt, was auch die Fibrose und Entzündungsvorgänge in der Niere beeinflusst. Und wir können hier mit Hilfe von ACE-Hämmern bzw. Rezeptorantagonisten dieses System hemmen in der Aktivität und damit letztendlich eine Progressionsverlangsamung hinbekommen und eben auch eine Verminderung dieser Eiweißausscheidung erreichen, sodass wir die Nierenfunktion besser erhalten können. Das ist hier in dieser Untersuchung, die ist schon etwas älter, gibt es zahlreiche Folgeuntersuchungen, gut gezeigt worden. Hier ist die Filtrationsrate und die Filtrationsrate nimmt ab. Das sind Patienten mit einem Diabetes mellitus über die Zeit. Die Weißen hier, das sind die, die nicht behandelt worden sind. Am Anfang der Studie, die Schwarzen sind behandelt worden mit einem entsprechenden ACE, mit Ramipril, so heißt die Substanz. Und Sie sehen, dass hier die Verminderung der Filtrationsrate kann nicht aufgehalten werden, okay, aber deutlich reduziert werden im Vergleich zu denen, die es nicht genommen haben. Und dann nach einer Zeit stellt sich so ein gewisser
Status quo ein und die Nierenfunktion nimmt nur noch leicht ab bei denen, die das Medikament einnehmen. Und wenn dann die, die es vorher nicht genommen haben, es dann einnehmen, sehen sie, dass die Kurve hier auch flacher wird. Also auch die, die spät behandelt werden, haben noch einen Vorteil davon, sodass eben auch hier eine Behandlung noch notwendig ist und sinnvoll ist und gut eingesetzt werden kann bei den Patienten. Was gibt es für neue Medikamente? Gibt es Neuerungen? Ja, ganz spannend, gibt es hier Substanzen, die hemmen letztendlich oder die hemmen die Kanäle, die für die Zuckerrückaufnahme aus dem Urin zuständig sind. Der Körper möchte nicht den Zucker einfach, der wird natürlich filtriert. Hier in diesen Filtereinheiten, in diesen Glomeruli, wird der Zucker wegfiltriert. Und der Körper will aber nicht, das ist ja teure Energie, muss man unbedingt behalten. Und er will die nicht verlieren, deswegen holt er sich den Zucker wieder zurück. Und der Punkt ist, diese Medikamente hemmen letztendlich diese Zuckeraufnahme. Das sind Hemmstoffe dieses Natrium-Glucose-Transporters, das ist dieses Protein hier. Und das ist natürlich sinnvoll für Patienten mit einem Diabetes. Die sollen ja nicht so einen hohen Zucker haben und da möchte man den Zucker raushaben aus dem Körper. Und deswegen ist das ein Medikament, was Diabetiker nehmen können, ist jetzt ganz neu, auch schon zugelassen. Das heißt, Empagliflozin, diese Substanz, dieser Glukoseaufnahmehemmer, so möchte ich es mal sagen. Und diese Studie hat untersucht Patienten, die hier 10 Milligramm und 25 Milligramm bekommen haben, verglichen mit Placebo hier über 52 Wochen, also über ein Jahr. Und kardial hat man geschaut, die haben viel weniger Herzinfarkte und viel weniger Kardialereignisse, die Patienten, die das genommen haben. Und jetzt sind wir aber hier Nephrologen und in der Nephrologie. Und deswegen fragen wir, was ist denn mit der Nierenfunktion gewesen? Und die dieses Empagliflozin eingenommen haben, hatten deutlich weniger Dialyse, Transplantation, Verdopplung des Serumkreatinins, Verminderung der GFR, also eine protektive Wirkung im Vergleich zu denen, die hier Placebo genommen haben. Die rote Kurve ist deutlich flacher als die dunkle. Das bedeutet, mit Empagliflozin, dieser Substanz, kann man letztendlich Nierenfunktion auch erhalten. Das hat jetzt offensichtlich, gibt es auch Untersuchungen bei Nicht-Diabetikern, fragt man sich ja, die brauchen doch eigentlich nicht dieses Medikament, die sollen doch ihren Zucker nicht verlieren. Aber offensichtlich hat diese Substanz auch andere Wirkungen, die wir noch nicht so genau abschätzen können, die dann eben dazu führen, dass weniger Entzündung und weniger Vernarbung in der Niere auftreten, sodass es eben auch für Nicht-Diabetiker möglicherweise von Vorteil ist. Diese Untersuchungen laufen aber gerade noch. Aber das ist ganz spannend, ganz interessant, dass wir hier noch mehr Substanzen an die Hand bekommen, um dieses Fortschreiten der Nierenerkrankung eben zu vermindern. Und hier ist es nochmal dargestellt, diese EGFR, diese Filtrationsrate, sinkt am Anfang ein bisschen ab. Das hängt mit der Durchblutung der Niere zusammen, ist aber nichts Schlimmes, weil man dann über die Zeit letztendlich hier einen konstanten Verlauf hat, mit einer geringen Abnahme nur im Vergleich mit denen, die Placebo genommen haben. Die gehen kontinuierlich runter, werden immer schlechter. Und das kann man eben aufhalten mit diesem Empagliflozin. Und da muss man schauen, was da jetzt die zukünftigen Untersuchungen bringen. Und in dieselbe Richtung geht hier auch ein zweites Medikament, ein sogenannter Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonist. Auch das ist etwas, was in dieses Renin-Angiotensin-System eingreift und Eiweißausscheidung vermindert. Ein neuer, auch eine ganz neue Substanz. Und die vermindert hier, das sind verschiedene Dosierungen, 1,25 Milligramm, hier sind 20 Milligramm, das sind die Placebos. Und Sie sehen, dass hier eine deutliche Reduktion der Eiweißausscheidung stattfindet, je höher das dosiert wird. Also auch mit dem Medikament kann man wahrscheinlich sehr gut Nierenfunktion erhalten. Und das ist auch ganz spannend. Wir müssen mal gucken, was da jetzt die Spezialuntersuchungen bringen, zeigen in den nächsten Monaten und Jahren. Aber hier ist Bewegung drin und es gibt hier neue Möglichkeiten der Nephroprotektion. Was passiert, wenn man jetzt Proteinurie, also die Eiweißausscheidung und den Blutdruck mal miteinander vergleicht? Und das sind eben zwei Dinge, die sich negativ addieren. Hoher Blutdruck und hohe Eiweißausscheidung bedeutet starker Verlust der Filtrationsrate. Und das sehen Sie hier hinten, das sind die höchsten Balken. Letztendlich, wenn man hier die höchsten Blutdruck hat und hier die höchste Eiweißausscheidung, wenn ich das zusammennehme, kommt man hier zum höchsten
Abfall der GFR. Und das muss unbedingt vermieden werden durch entsprechende Behandlung eben auch des Blutdrucks. Und der sollte eben generell unter 140 zu 90 mm Hg sein, wenn man jetzt nierenkrank ist. Sogar noch weniger unter 130 zu 80, um die Patienten eine hohe Eiweißausschüttung haben. Dann sogar 125 zu 175. Das sind sozusagen die Zielwerte, die man erreichen sollte, wenn man in diese Kategorie hineinkommt. Und wenn wir schon beim Blutdruck sind, dann kann man gleich fragen, was ist mit den Gefäßen los? Und ich hatte anfangs schon gesagt, ein zentrales Problem der Patienten mit chronischer Nierenerkrankung ist die Gefäßverkalkung. Das wirft viele Fragen auf. Teilweise stellt sich das dann auch bildlich dar. Sie sehen hier so ein Gefäß, das ist jetzt hier nicht reinkopiert, sondern tatsächlich, wir haben auch gestaunt, was der Körper so alles produziert. Und das sind Gefäße im Bereich der Milzarterie, die hier stark verkalkt sind bei der Patientin. Und das ist eben ein hoher Mortalitätsrisikofaktor. Und Sie sehen hier einmal das Calcium und das Phosphat aufgetragen, zwei Parameter aus diesem Calcium-Phosphat-Haushalt. Und das kardiovaskuläre Risiko, je höher das Calcium ist, desto höher ist die Mortalität und ist beim Phosphat noch viel deutlicher. Sie sehen hier, diese Punkte sind noch höher. Also ein hohes Phosphat bedeutet ein hohes Verkalkungsrisiko, ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Und Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung, vor allem wenn sie weit fortgeschritten ist, haben eben sehr hohe Phosphatwerte. Also die haben hier eine richtig hohe Gefahr. Und das Ganze sehen Sie hier mal dargestellt, hier unten diese eGFR, also diese Filtrationsrate wieder, die nimmt ab. Hier ist sie normal und hier ist sie bei 15, also sehr stark eingeschränkt. Das sind eigentlich die Patienten, wo man schon nachdenken muss, ob die eine Dialyse brauchen. Und Sie sehen hier, dass da wichtige Parameter hier, das Vitamin D, was in der Niere auch mitgebildet wird, fängt schon an abzufallen, wenn die Nierenfunktion noch gar nicht so schlecht ist. Und dann gibt es hier andere Werte, Parathormon, hier das Phosphat, das steigt dann an. Und diese Kombination, die führt eben dazu, niedriges Vitamin D und ein sehr hohes Phosphat führt dazu, dass immer mehr Calcium aus dem Knochen herausgelöst wird über dieses Parathormon. Und das Problem ist, dass das dann in die Gefäßwände eingebaut wird, ja, und sich die Zellen, das sieht man hier, das ist so eine Gefäßwand, hier ist die Tapete, das Endothel, hier sind die Muskeln vom Gefäß dargestellt. Und hier bilden sich letztendlich richtige Knocheninseln in der Gefäßwand, die zusammenfließen und dann eben richtig solche spangenartigen Verkalkungen machen. Und da kann man sich vorstellen, wenn das größer wird, wächst, werden die Gefäße steif. Und werden nicht mehr so gut durchblutet, werden enger, das Lumen wird enger und dann werden die Organe nicht mehr richtig durchblutet und dann kann man eben Herzinfarkte und Gehirnschläge eben bekommen dadurch. Und das ist ein zentrales Problem, was wir haben und es scheint eben auch mit dem Knochen zusammenzuhängen, dass eben ein aktiver Knochen das etwas vermindert, diese Gefäßverkalkung, während ein Lama-Knochen, den es auch geben kann bei Nierenkranken, gerade so eine Gefäßverkalkung eben auch noch befördert. Was tun wir? Wir versuchen vor allen Dingen das Phosphat, das ist wirklich was Gefährliches und ist überall als Zusatz in der Wurst, in Fertigprodukten drin. Und das ist etwas, was wir vermeiden müssen. Phosphatarme Kost, Phosphatbinder oder einfach selber kochen, wie es immer so schön heißt, einfach gesagt als getan manchmal. Aber Sie können davon ausgehen, wenn Sie irgendwas kaufen, was industrieverpackt ist oder konfektioniert ist, da ist Phosphat drin. Cola ist sozusagen die größte Phosphatbombe unter der Sonne und muss komplett vermieden werden. Und das fördert alles die Gefäßverkalkung, ja, das ist das Problem. Dann gibt es noch ein paar andere Medikamente, vor allen Dingen Vitamin D, was wir natürlich ersetzen wollen bei den Patienten, um dieses Problem dann in den Griff zu bekommen. Also insgesamt, was kann man tun, um die Progression zu verlangsamen? Das ist vor allen Dingen die Blutdruckbehandlung, die Behandlung des Zuckerstoffwechsels, die Fettstoffwechselstörung. Wir behandeln vor allen Dingen eben mit ACE-Hämmern oder Angiotensin-Antagonisten und warten sehnsüchtig auf neue Möglichkeiten, zum Beispiel dieses Empagliflozin, SGLT2-Hemmung oder Finerenon, dieser Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist, der uns helfen kann, eben hier die Progression zu verlangsamen. Die Frage ist, was passiert, wenn jetzt die Nierenfunktion weiter schlecht wird und wir jetzt doch Nierenersatzverfahren brauchen?
wann muss das gemacht werden? Und das Wichtige ist, es gibt keine Absolutwerte dafür. Also es gibt keinen Cut-off, wo man sagt, Kreatinin 5, Harnstoff 100, irgendwie 10 Kilo Gewichtszunahme. Sondern die Frage, ob jemand Nierenersatzverfahren braucht oder nicht, stellt sich rein klinisch. Ja, wir gucken auf das klinische Bild und entscheiden dann, dieser Mensch braucht ein Nierenersatzverfahren, der kann noch warten oder der braucht es nicht. Und entscheidend ist hier vor allen Dingen eine GFR, wenn die so bei 5 bis 10 ist. Aber wie gesagt, das ist kein klarer Grenzwert, sondern irgendwie so ein Bereich, in dem man darüber nachdenkt, eine Dialyse zu machen. Wir müssen es aber dann tun, wenn hier vor allen Dingen eine Überwässerung vorhanden ist und die Patienten keine Luft mehr bekommen, wenn bestimmte Elektrolytverschiebungen da sind, Kalium zu hoch ist, das kann gefährlich sein fürs Herz, wenn die Patienten stark übersäuert sind oder eben einen sehr schwer einstellbaren Bluthochdruck haben oder massive Phosphatwerte im Blut haben, erhöhte Phosphatwerte, dann muss man über eine Dialyse nachdenken. Und letztendlich, wie die Patienten hier Symptome einer sogenannten Uremie haben, einer Vergiftung mit nierenpflichtigen Substanzen, Juckreiz, Übelkeit, Erbrechen, solche Dinge, dann sollte man eben über eine Dialyse nachdenken und die dann eben auch einleiten. Und was gibt es hier für Möglichkeiten? Die Möglichkeiten sind einmal eine Hämodialyse, also eine Blutwäsche letztendlich. Und die andere Möglichkeit ist eine Bauchfelldialyse. Das sind die beiden Dialyseverfahren, die es gibt. Und das dritte ist letztendlich die Nierentransplantation. Das gucken wir uns zum Schluss noch mal kurz an. Für die Hämodialyse, also die Blutwäsche, braucht man Blut, was gereinigt werden muss. Und das bekomme ich durch die Punktion von Gefäßen. Und ich kann jetzt hier nicht irgendwie wie beim normalen Blutabnehmen kleine Gefäße hernehmen, weil wir ungefähr 250 bis 300 Milliliter pro Minute Blutfluss brauchen. Also da bräuchte man etwas größere Gefäße dafür. Dafür sind die sonst normalen Gefäße zu klein. Und deswegen wird hier eine kleine Operation durchgeführt. Am Handgelenk oder am Ellenbogen oder am Oberarm. Bei einigen Patienten, wenn es die Gefäßsituation nicht besser hergibt, müssen auch die Oberschenkel genommen werden. Aber das ist eher selten. Normalerweise sind es die Arme. Und wir nähen jetzt, oder die Gefäßchirurgen machen das. Früher haben es auch die Nephrologen gemacht, aber heute sind es die Gefäßchirurgen. Hier eine Vene auf dieser Arterie und das Blut fließt dann hier durch die Arterie direkt hier in die Vene. Die Vene wird dick, entwickelt sich und nach 4 bis 6 Wochen kann man hier entsprechend punktieren mit solchen Nadeln und das Blut durch eine Dialysemaschine laufen lassen. Jetzt sind hier die Bilder nicht da, aber das macht nichts. Ich zeige es hier. So sieht diese Maschine aus und hier ist ein entsprechender Dialysefilter. Sie sehen, dass der so ein bisschen rötlich ist. Da fließt das Blut durch und auf der einen Seite von oben nach unten geht sozusagen das Blut und das Dialysat fließt sozusagen hier hinein, das Dialysatwasser. Und diese Blutkapillaren werden umspült jetzt von diesem Dialysatwasser und diese dünnen Fäden, das rötlich-weißliche hier, sind lauter kleine Fäden, Kapillaren, durch die das Blut durchgeht. Und die haben Löcher, Mini-Löcher, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann. Und durch diese Löcher entsprechend dem Konzentrationsgefälle zwischen dem Blut, da ist eine hohe Konzentration von diesen Harnstoffen und Giften drin, fließen diese Gifte dann in das Dialysat hinein, was diese Kapillaren umspült. Ja, einfacher Konzentrationsgradient. Und dann werden letztendlich diese Giftstoffe eliminiert, rausgespült und auf die Art und Weise wird das Blut gewaschen. Und das Ganze passiert dreimal die Woche, 4 bis 5 Stunden muss eine solche Dialyse durchgeführt werden bei den Patienten. Und hier unten sieht man halt diesen Gefäßzugang, diesen Schand, über den der Patient dann dialysiert wird. Und wir haben noch ein zweites Dialysesystem. Man kriegt sozusagen mit einer Standarddialyse, was ich gezeigt habe, die wasserlöslichen Eiweißstoffe heraus. Und wir haben hier ein solches Verfahren etabliert, zusammen mit Hamburg-Eppendorf. Die haben auch so eine Maschine. Und mit dieser Maschine kann man letztendlich auch
eiweißgebundene Stoffe eliminieren. Und das schafft man dadurch, dass man sozusagen hier auch wieder so einen Blutkreislauf hat. Hier einen solchen Dialysefilter, auch wieder mit diesen Kapillaren und einem Dialysat, was drumherum gespült wird. Und der Unterschied ist, dass hier jetzt Eiweiß mit in diesem Kreislauf drin ist. Und mit Hilfe dieses Eiweißes, was nicht besetzt ist, das Albumin ist frei, können albumingebundene Giftstoffe jetzt übertreten vom Blut auf dieses freie Eiweiß im Dialysat. Und das Eiweiß ist jetzt besetzt. Und hier gibt es einen sozusagen Bereich in diesem Dialysat-Kreislauf, in diesem zweiten, wo das Dialysat mit einem pH entsprechend verändert wird, hier mit Salzsäure und Natronlauge. Der pH wird abgesenkt bzw. angesteigert. Und jetzt klappt das Albumin auf, gibt das Gift frei. Und das Gift kann dann hier wegdialysiert werden und das freie Albumin geht wieder hier hin, kann wieder beladen werden und auf diese Art und Weise wird es regeneriert und kann immer wieder eiweißgebundene Giftstoffe entfernen. Und das ist eigentlich ganz erfolgreich. Ich zeige es Ihnen hier nur mal kurz, haben viele Daten gemacht. Ihr könnt heute diese ganzen Gifte entfernen und auf der Intensivstation auch bei Patienten, die damit behandeln. Und das Tolle ist, was wir schaffen, ist, dass wir hier den Blutdruck bei Patienten, die sehr prekären und sehr niedrigen Blutdruck haben auf der Intensivstation, weil sie zum Beispiel eine Sepsis haben, den können wir im Verlauf steigern. Hier ist der systolische Blutdruck, das ist der diastolische Blutdruck vorher, nachher. Und der wird gesteigert und auch die Dosis von Katecholaminen, also Substanzen, die den Kreislauf unterstützen, die werden während der Behandlung deutlich weniger, sodass die Patienten viel stabiler werden und sich viel besser behandeln lassen unter dieser Therapie mit dem Entfernen dieser eiweißgebundenen Toxine. Ist jetzt erst am Anfang, aber sind eigentlich schon ganz vielversprechende Daten. Zweite Möglichkeit, das war ein kleiner Exkurs noch, was es gibt, was es Neues gibt bei uns und was wir hier etablieren. Und der zweite Punkt ist Bauchfelldialyse, zweite Möglichkeit der Dialyse. Deutschland sitzt hier stark am Ende der Skala, ungefähr 7-8% der Patienten in Deutschland machen diese Bauchfelldialyse, die aber gleichwertig ist zu der Hämodialyse, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und das Prinzip ist letztendlich ähnlich. Wir haben hier den Bauch und der wird mit Dialyseflüssigkeit gefüllt. Und jetzt können letztendlich diese Giftstoffe, die durch den Stoffwechsel entstehen und schädlich sind für den Körper, die eigentlich von der Niere eliminiert werden, die können jetzt durch die kleinen Kapillaren, die im Bauchfell drin sind, durch und hier in diese Peritonealbauchhöhle hineingehen, wo das Dialysat drin ist, und auf diese Art und Weise wird der Körper entgiftet. Das ist die Idee, die hinter dem Ganzen steckt. Also hier ein Giftaustausch, hier sind diese Kapillaren, die Gifte gehen hier hinein und das Dialysat wird dann entfernt. Hier ist es nochmal schematisch dargestellt. Wir füllen sozusagen den Bauch über einen Katheter mit einer Flüssigkeit, ungefähr so 2 Liter. Das spürt man jetzt nicht so unbedingt, also das ist so, dass es ganz gut ausreichend ist. Lässt es 4 Stunden da drin und dann wird es entsprechend wieder abgelassen. Also diese beiden Beutel sind nicht gleichzeitig hier drin, sondern es wird erst Dialysat hineingefüllt, dann wird umgestöpselt, das Dialysat hier drin gelassen und dann wird das Dialysat erst abgelassen und frisches wieder reingefüllt. Das Ganze passiert alle 4 Stunden und auf die Art und Weise ist man da extrem flexibel. Sie sehen, hier ist ein Koch, der macht es hier am Schreibtisch und während es da reinläuft, hier in seinen Bauch, macht er da ein neues Rezept. Und der Trick ist, wir können das Ganze auch nachts machen mit einem solchen Cycler, wie man das nennt, so ein Gerät, was kann man sich neben das Bett stellen auf den Nachttisch. Und dann pumpt das Gerät sozusagen das Dialysat in den Bauch hinein, in den Bauch, aus dem Bauch heraus die ganze Nacht, stöpselt sich morgens ab und kann durch den Tag gehen. Also das ist ein sehr flexibles, sehr gutes System. Alle 6 Wochen geht man zum Arzt, lässt seine Blutwerte kontrollieren und hat letztendlich das ganze Regime selbst in der Hand und muss nicht in ein Zentrum gehen. Welches System genommen wird, Blutdialyse oder Peritonealdialyse, das ist eine extrem individuelle Entscheidung, das muss jeder Patient selber wissen. Ein älterer Patient, der alleine zu Hause ist, der ist vielleicht froh, wenn er mal unter Leute kommt in ein Dialysezentrum, für den wäre vielleicht eine Hämodialyse besser.
ein junger Patient, der viel unterwegs ist, viel Flexibilität braucht, nicht so oft zum Arzt gehen möchte oder kann, für den ist vielleicht so ein System besser. Aber das muss jeder selber entscheiden, was da für ihn in Frage kommt. Nierentransplantation, kommen wir zum Schluss, ist sozusagen das beste Organersatzverfahren, weil es halt die besten Überlebenszeiten hat, langfristig gesehen. So ein Organ hält, je nachdem, wenn man eine postmortale Spende hat, ungefähr 10 Jahre, bei einer Lebensspende ungefähr 15 Jahre. Aber es gibt Patienten, die sind auch 25, 30 Jahre mit ihren Organen unterwegs. Also das ist auch extrem unterschiedlich, aber so ungefähr muss man es sehen. Und die Niere wird jetzt nicht dahin transplantiert, wo die alten Nieren sind. Diese Nieren sind erkrankt, zum Beispiel wegen Bluthochdruck. Sondern die Niere wird hineintransplantiert in die Leistenregion und es wird eine Verbindung hergestellt zwischen der Arterie, der Vene und der Ureter wird hier im Bereich der Blase implantiert, sodass das Organ angeschlossen, durchblutet ist, der Urin abfließen kann. Und das ist etwas, was letztendlich gut machbar ist in diesem Bereich. Man kann sozusagen auf der anderen Seite, wenn ein Patient jung ist, auch noch eine zweite Niere transplantieren, dass man dann 4 Nieren hat, wobei man natürlich immer sagen muss, dass die alten Nieren dann nicht mehr richtig funktionieren. Aber die Nieren werden nicht aus dem Körper rausgenommen, sondern werden da gelassen, wo sie sind, weil die Operation zu umfangreich wäre, diese alten Nieren zu entfernen, sodass man immer neue Nieren hineinbaut. Wie funktioniert das Ganze? Wir sind Teil des Eurotransplant-Raumes. Hier ist Deutschland, sicherlich aus der Zeitung schon gehört. Und das ist ein Verbund und die Zentrale sitzt hier in Leiden, in Südholland. Da steht ein großer Computer und da werden alle Daten von den Patienten, die auf die Warteliste kommen, eingegeben. Also die ganzen Spezifikationen, wer ist das und so weiter, die zum Beispiel bei uns auf der Warteliste stehen. Patienten werden vom Nephrologen, vom Nierenspezialisten zu uns gemeldet und wir setzen sie dann bei entsprechender Eignung auf die Warteliste. Und jedes Krankenhaus, jedes Transplantationszentrum hat eine solche Warteliste, wo 150 bis 400 Patienten draufstehen. Und diese Patienten werden alle aus diesen Ländern hier, Ungarn und so weiter, hier in Leiden zentral erfasst. Und wenn jetzt in diesem blau gefärbten Bereich irgendwo ein Organspender ist, dann werden diese Daten ebenfalls nach Leiden gemeldet und eine entsprechende Auswahl getroffen, Wartezeit und wie passen die Organe zusammen und wo ist es überhaupt entnommen worden. Also es gibt da verschiedene Punkte. Und dann errechnet der Computer, welcher Patient der passende ist. Und man bekommt dann einen entsprechenden Anruf, wie das heute wieder passiert ist bei uns. Wir haben jetzt in diesem Jahr schon 3 Nieren transplantiert. Und dann wird der Patient informiert, kommt ins Krankenhaus, das Organ kommt auch hierher und dann wird die Transplantation durchgeführt. So ist der Ablauf letztendlich in diesem Austauschprogramm, in diesem Eurotransplantraum. Die Warteliste, hier ist einmal von 2000 bis 2017, liegt jetzt so bei ungefähr 8000 Patienten in Deutschland. Das sind hier die anderen Organe, die spielen jetzt mal keine Rolle. Die ist etwas abgesunken und jetzt so einigermaßen konstant, wobei sie im letzten Jahr wieder etwas angestiegen ist, die Warteliste. Das Drama und das Problem besteht hier in der Problematik der Spender. Und das ist ja was wir alle naselang sozusagen in den Zeitungen und Medien haben, im Fernsehen. Wir haben hier von 1967 bis 2017 mal die Zeiträume entsprechend dargestellt. Und wir haben hier dieses Problem seit 2011, dass hier ein massiver Rückgang dieser Spender ist. Wir sind jetzt bei unter 1400, Entschuldigung, das sind die transplantierten Organe hier. Die Spender kommen gleich, aber das hängt damit zusammen. Also wir haben einen massiven Rückgang hier der Transplantationen. Und hier sind die Organspender. Ja, das sind hier die grauen, das sind die Gesamtorganspender. Und die roten, das sind die Nieren gespendet haben. Und wir sind jetzt hier bei unter 700 Nierenspendern gewesen im letzten Jahr. Und wenn Sie sehen, hier 1990, also so niedrig war es irgendwie vor 20 Jahren oder noch länger her letztendlich, dass wir so wenig Spender hatten. Also hier muss was passieren, sonst wird es mit der Nierentransplantation schwierig.
Und Deutschland, damit Sie mal eine Idee haben, wo wir uns hier so bewegen, ja, Deutschland hier, Luxemburg ist hier unten, Spanien, Kroatien, das sind alles Top-Performer, wie man so schön neudeutsch sagt. Österreich, ja, alle toll und Deutschland liegt hier unten. Wir haben irgendwie ein strukturelles Problem hier, was wir mal angehen müssen mit unseren Organspenden, um die Transplantation durchzuführen. Ja, alternativ, was gibt's? Lebensspende. Wir können natürlich hergehen und von einem gesunden Menschen eine Niere entnehmen und sie einem kranken Menschen transplantieren. Hier ist ein berühmtes Beispiel. 2010 ist es gewesen, Herr Steinmeier hat seiner Frau eine Niere gespendet. Es geht gut, Sie sehen ja, der Mann ist jetzt Bundespräsident, also kann man schon machen, aber der muss eben auch regelmäßig zum Arzt gehen, mit seiner Frau. Wann kann man das tun? Grundlage dafür, Transplantationsgesetz. Wir brauchen Verwandte ersten oder zweiten Grades, Ehegatten oder Personen mit besonderer persönlicher Verbundenheit. Also auch Freunde können spenden. Wenn man sieht oder wenn sie nachweisen können oder wenn man im Gespräch merkt, dass das eben nicht Leute sind, die sich seit ein paar Wochen kennen, sondern eben seit 20 Jahren und schon ihr ganzes Leben, dann können eben auch Freunde untereinander spenden. Was in Deutschland nicht geht, ist anonym spenden. Sagen, also ich muss der Gesellschaft irgendwas zurückgeben, ich spende jetzt ein Organ für irgendjemanden. Und was auch nicht geht, ist, dass man dafür irgendwie bezahlt. Ja, also das ist komplett ausgeschlossen. Volljährig aufgeklärt muss man sein und natürlich die freiwillige Zustimmung. Jetzt gibt es noch eine Spezialmöglichkeit der Nierentransplantation, machen wir hier auch in Mainz. Das ist die AB0-inkompatible Lebensspende, also blutgruppeninkompatibel. Das heißt, dass verschiedene Blutgruppen miteinander verbunden werden, beziehungsweise ein Organ von der einen Blutgruppe in einen Patienten mit einer anderen Blutgruppe transplantiert wird. Das funktioniert deswegen, weil wir diese entsprechenden Antikörper, die diese Unverträglichkeitsreaktion auslösen, entfernen können. Und das tun wir hier mit einer solchen Maschine, Plasmaaustausch nennt man das. Und das kann man vorher machen. Hier ist der Zeitpunkt der Transplantation. Und hier die Pfeile bedeuten, dass wir an diesen Stellen diese Antikörper entfernen, die Blutgruppenantikörper aus den Patienten, auch noch ein Medikament geben, was verhindert, dass sich die Antikörper wieder neu bilden. Also das ist alles möglich, das haben wir hier eingeführt in Mainz. In Deutschland gab es das schon länger, aber hier in Mainz haben wir es dann gemacht, als ich hergekommen bin. Und das hat sehr gut funktioniert. Das ist die Immunsuppression, die Patienten nehmen, bestimmte Medikamente, 3 Stück sind das, die Patienten dann weiternehmen. Und das funktioniert sehr gut und wir haben sehr gute Ergebnisse, auch über diese Blutgruppenbarrieren letztendlich eine Transplantation durchzuführen. Lebensspende ist ungefähr hier bei knapp unter 30%, nimmt jetzt auch etwas wieder ab, aber es sind ungefähr 30% Lebensspende in Deutschland. Und in Mainz haben wir hier jetzt in den letzten Jahren doch einen deutlichen Aufwuchs geschafft. Wir hatten immer hier so um die 25, dann gab es mal einen Einbruch, weil wir umstrukturiert haben. Und ich dann auch gekommen bin und haben jetzt es geschafft, hier wieder auf 33 Transplantationen zu kommen. Auch der Bereich Lebensspende ist deutlich verbessert. Im letzten Jahr haben wir 6 Lebensspenden gemacht und es wird jetzt auch wieder mehr werden, weil die Warteliste, das ist der entscheidende Punkt, nämlich die Basis für jedes Transplantationsprogramm, was gut funktioniert, wegen bestimmter personeller Strukturen hat sich hier die Warteliste vermindert, ganz deutlich. Und ich bin dann gekommen, wir haben sie jetzt wieder aufgebaut, sind jetzt so ungefähr bei 140 Patienten wieder. Und hier der Abstand zu den Patienten, die nicht transplantabel sind, auf dieser Liste ist auch deutlich größer geworden hier. Also es sind weniger Patienten, die nicht transplantabel sind, aus verschiedenen Gründen hat man immer so einen gewissen Anteil, sodass wir jetzt auch eine gesunde Warteliste haben und damit eben auch dann die entsprechenden Transplantationszahlen erreichen können. Zum Schluss zeige ich, gehe auch manchmal in Schulen und halte da Vorträge zur Transplantation. Und dann ist mal die Frage, wer hat mit Transplantation nichts zu tun? Klar, Sie wissen das, die Erfahrenen, die beiden hier, sind natürlich Politiker. Gut, die können auch nierenkrank werden, aber die beiden hatten jetzt in dem Falle keine Nierenerkrankung. Wobei die Schüler meistens überhaupt nicht wissen, wer das da ist. Ja. Unser Freund aus dem Saarland, obwohl der hier eigentlich aus der Nähe kommt, aber der ist schon völlig in Vergessenheit geraten. Egal, Niki Lauda kennt jeder, der ist nierentransplantiert worden, der hat sogar 2 Nieren transplantiert bekommen.
Hier Herr Klasnitz, der auch mal in Mainz gewesen ist, auch zweifach nierentransplantiert worden. Der schwedische Kronprinz auch nicht, aber der mit der Victoria verheiratet ist, wie heißt er jetzt? Komme ich gerade auf den Namen nicht. Genau, perfekt. Sehr gut. Das war der Test jetzt hier. Wer liest Gala und der goldene Schuss? Und natürlich hier, DGB-Chef Sommer hat eine Nierenspende gemacht, auch seiner Frau hier. 2015 ist es, glaube ich, gewesen, und Herr Steinmeier. Also Sie sehen, es gibt viele berühmte Personen, die das auch haben, auch in der früheren Vergangenheit. Da ist es immer nicht so ganz klar, was da nierenkrank war, weil da wurde nicht so richtig drauf geguckt, ob Mozart jetzt nierenkrank war oder nicht. Wissen wir nicht ganz genau, könnte aber auch sein. Aber man ist damit nicht alleine, und es gibt halt viele prominente Paare, die eben auch lebend Nierentransplantationen durchgeführt haben. Insgesamt ist also eine frühe Diagnose der chronischen Nierenerkrankung wichtig. Wir müssen den Blutdruck optimal kontrollieren, Blutzucker und die Blutfette. Wir brauchen vor allen Dingen Nephrologen in der Behandlung, Experten, die das sogar Ganze steuern. Patientenschulungen sind ganz wichtig, dass die Patienten wissen, was los ist, und auch dann im Hinblick auf die Organersatzverfahren die richtige Wahl treffen können. Und wir haben eben hier die Hämodialyse, die Bauchfelddialyse und die Nierentransplantation im Programm, sodass wir für alle Situationen das gute Verfahren haben und jedem Menschen eigentlich individuell gut helfen können. Vielen herzlichen Dank. Mal wiederholen? Ja. Sie sagten, dass Cola sehr schädlich ist. Ich weiß zum Beispiel, dass Bananen auch nicht gesund sind, wenn man erhöhte Nierenwerte hat. Warum kriegt man nicht gleich vom Nephrologen gesagt, machen Sie da und damit langsam? Ich habe mir, als ich das vor einem Monat erfahren habe, natürlich gleich erschrocken Bücher gekauft. Da steht teilweise auch Unterschiedliches drin, also Hefe sollte man ja auch nicht essen. Es ist ein Hefekuchen abgebildet mit Pflaumen, also mit Steinobst, auch verkehrt, meiner Ansicht nach. Also richtig verkehrt, muss man sagen, ist es nicht. Also Phosphat ist in der Tat etwas, was langfristig den Körper und die Gefäße vor allen Dingen schädigt. Deswegen muss man bei Nahrung, die viel Phosphat enthält, aber das sind meistens Industrieprodukte. Das ist nicht das, was man jetzt zu Hause, wenn ich zum Fleischer gehe, das Phosphat, was im Fleisch drin ist, ist nicht so gefährlich wie diese Zusätze, diese chemischen Zusätze. Und Cola ist halt das Paradebeispiel dafür. Ja. Das sind die gefährlichen Phosphatzusätze. Wo Sie noch von reden, ist Kalium. Ja? Und da gibt es aber Patienten, die haben ein Kaliumproblem. Das weiß aber der Arzt, weil der ist im Blut. Und wenn das Kalium erhöht ist, dann sagt er, okay, Vorsicht mit Nahrungsmitteln, wo viel Kalium drin ist, wie zum Beispiel Bananen, Schokolade, Nüsse und so weiter. Aber das heißt nicht, dass man, wenn man jetzt kein Kaliumproblem hat, dann kann man das trotzdem essen. Und wenn man eins hat, dann muss man es halt entsprechend reduzieren. Aber dass man jetzt wirklich alles nichts mehr essen darf und da nur noch gucken kann, also so schlimm ist es nicht. Okay, danke. Ja? Bitteschön. Ja. Inwieweit ist eigentlich die Therapie, also die Medikamente? Also Autoimmunerkrankungen, was häufig sind, generell selten,
Ja, wir sehen die natürlich häufiger als Nephrologen. Und das, was bei uns am häufigsten ist, sind letztendlich Gefäßentzündung, Vaskulitiden ist das Spezialwort dafür. Oder auch zum Beispiel der Lupus erythematodes. Ja, das ist auch so eine klassische Autoimmunerkrankung, die nierenschädigend wirken kann. Und da muss man eine entsprechende immundämpfende Medikation dem Patienten geben. Verschiedene Medikamente, die sozusagen das Immunsystem hemmen. Und ist eigentlich bekannt, warum das Risiko für Frauen höher ist? Ja, das richtig gut erklären kann man es nicht. Aber das ist beim Lupus ist es so. Bei den anderen Erkrankungen sind Frauen und Männer gleichmaßen betroffen. Darf ich nur mit zum Phosphat fragen? Das trifft aber nur für die niereninsuffizienten Patienten zu. Oder Sie sagen, Phosphat ist schädlich, Cola und so weiter ist schädlich. Trifft das auch für den Gesunden zu? Also es gibt Hinweise bei den Kardiologen, dass auch Nierengesunde, wenn die einen hohen Phosphat, eine hohe Phosphatzufuhr haben, dass dann eben auch schädliche Effekte entstehen können. Nicht so stark wie bei den Nierenkranken, aber auch bei Nierengesunden ist zu viel Phosphat nicht in Ordnung. Aber es geht, wie gesagt, um diese chemischen Zusätze. Und das lässt sich ja einfach vermeiden, indem man das ganze Zeug nicht isst. Man soll nicht das essen, was die Großmutter nicht als Essen erkannt hat. Ja, das ist sozusagen ein zentraler Punkt, ja, was man sich merken kann. Wenn man das beherzigt, dann kann man nichts falsch machen. Bitte schön. Das ist eine sehr gute Frage. Warum ist die Bauchfelldialyse so wenig vertreten in Deutschland? Sie haben es gesehen, Mexiko 80%, Niederlande 30% Bauchfelldialyse. In Deutschland haben wir viel Geld und jeder kann sich, nicht jeder, aber viele Nierenärzte können sich halt oder haben sich diese Maschinen hingestellt, ja, und die laufen da jetzt und werden ausgenutzt. Aber vom Prinzip her muss jeder, aber der Trend ist jetzt auch zur Bauchfelldialyse. Es gibt sehr viele Praxen, die das jetzt vorantreiben und dann auch propagieren. Der Anteil wird höher. Langsam zwar, aber wird höher. Man muss es ja den Patienten sagen. Genau. Das höre ich auch ganz häufig, dass die Patienten sagen, sie wussten gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und hat mir nie einer gesagt. Und deswegen ist wichtig, vielleicht, also wenn es um Nierenerkrankungen geht und um die Ersatztherapie, also wenn man da wirklich nur eine Information kriegt vom Arzt, dann muss man nochmal woanders fragen gehen, um mal vorsichtig auszudrücken. Und die bitte schön. Das heißt, die machen das pro Tag ungefähr. Alle vier, also praktisch jeden Tag muss diese Baufeld. Das ist das Tolle daran, weil die Hämodialyse, also beide Verfahren sind gleichwertig, das muss man einfach sagen. Also es gibt da sehr viel Politik und Ideologie und so wie bei Impfgegnern und Impfbefürwortern, ja, also sehr viele Argumente. Man muss das für sich rausfinden, was ist mein Bestes, was passt am besten in meinen Lebensplan rein. Und der Vorteil, sage ich mal, jetzt der Bauchfelldialyse ist, das ist rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Ich kann da halt mein Auto vollladen mit den Beuteln und dann fahre ich irgendwo auf eine Alpenhütte, ja, und mache mal ein paar Tage Urlaub. Und das geht halt mit der Hämodialyse, muss ich mir ein Zentrum suchen da irgendwo und in irgendein Bergdorf fahren dann, wo ich das machen kann. Und diese ganzen Lösungen, wer verschreibt die letztendlich dann der Nephrologe? Ja, das heißt, das läuft praktisch immer über automatisch läuft das sogar, da kommt eine Firma, die liefert das sozusagen, man braucht ein Räumchen, wo man das lagern kann und dann kommen die und machen das. Und man kann auch irgendwo in Thailand anrufen, im Hotel und sich es da hinliefern lassen und dann kann man auch im Dschungel fahren. Ja. Und ich hätte noch eine kurze Frage in Bezug auf diese Inkompatibilität bei dem Transplant. Ja. Diese Vortherapie wird gemacht, auch nach dem, also praktisch müssen die Patienten diese Autoimmuntherapie auch nach der Transplantation noch die Immunsuppression, diese drei Medikamente, also die müssen jetzt nicht diese Spezialsache mit der Avinol-inkompatiblen Geschichte, diese Waschung, die entfernte Antikörper ist nur für die 2 Wochen bei der Transplantation. Danach ist das weg und aber normale Immunsuppression. Kommt wieder das normale. Danke. Ja. Herr Lutz, gibt es eine Altersbegrenzung für Hämodialyse? Also wenn Sie einen 90-jährigen Patienten kriegen und der ist noch fit, dann würden Sie ihn hämodialisieren oder sagen, jetzt ist es irgendwie vielleicht gut so? Nee, also es gibt keine Altersgrenzen. Also es gibt auch 100-Jährige an der Dialyse. An der Dialyse? Ja, gibt es auch. Also, wo bitte?
England, ja, ja, das ist immer das Problem der Ressourcen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ob das wirklich so hart ist. Ich höre das auch immer und das stimmt wahrscheinlich auch, aber der Punkt ist, wir haben halt die Ressourcen hier in Deutschland, deswegen muss hier keiner nicht dialysiert werden, aber es gibt natürlich Patienten, die sind in einem Zustand, die profitieren nicht davon. Ja, und es gibt Diskussionen, dass man sagt, also wie gesagt, es geht ja nach der Klinik, ja, und nicht nach irgendwelchen Werten, das ist immer das Entscheidende. Und wenn die Klinik so ist, dass der Mensch gut leben kann, auch mit einer sehr, sehr geringen Nierenfunktion, aber für ihn reicht es aus, weil da jetzt nicht sich so viel bewegt mehr, dann wird man ihn nicht dialysieren. Ja, und wenn jetzt aber jemand sagt, der hat diese Symptome und sagt, er soll, mach das und ich will hier noch meinen Garten machen und meine Nichten besuchen und weiß ich irgendwas tun, dann macht man eine Dialyse. Haben Sie auch umgekehrt erlebt, dass ein Patient abgelehnt hat? Ja. Ja, ja. Sagt, ich so, bin am Ende meines mehr, Lebens. Es gibt Patienten, die sagen, nein, ich möchte nicht dialysiert werden. Und es gibt auch Patienten, die dialysieren und sagen dann, sie wollen nicht mehr dialysiert werden. Ist nicht sehr häufig, aber es kommt vor. Ja. Bitte schön, ganz oben. Bei einem, die Altersgrenze ist wie hoch, also dann, wenn ein Mensch also eine neue Niere bekommt, gibt es da eine Altersgrenze? Also für eine Nierentransplantation gibt es auch keine Altersgrenze. Aber Sie können sich natürlich vorstellen, wenn jemand sehr alt ist, wird es wahrscheinlich so sein, dass das nichts mehr bringt für den Patienten und der besser mit einer Dialyse fährt. Aber wir haben Patienten, die sind 70 Jahre alt und werden noch transplantiert. Einer war sogar mal knapp 75, also das ist durchaus möglich. Wenn die Patienten dann 80 werden oder 90, also da muss man dann gucken, ob das wirklich sinnvoll ist, weil es natürlich auch eine Gefahr ist. Eine Operation und die Mortalität, also Sterblichkeit, ist natürlich nach der Operation höher als bei jemandem, der jetzt einfach nur Dialyse macht. Und man braucht ungefähr ein Jahr, bis letztendlich dann der Vorteil der Transplantation gegenüber der Dialyse wirksam wird. Ja. Und je älter man wird, desto länger ist dieser Zeitraum. Ich habe da noch eine Frage, und zwar... Bitte schön. Sie hatten das ja vorhin so gesagt, als könnte jeder Mensch eine Niere bekommen. Aber ich denke, es muss doch auch bestimmt, wie bei der Bluttransfusion, müssen doch bestimmte Gene oder DNSA, es muss also Dinge zueinander passen. Man kann ja nicht einfach sagen, ja gut, ich gebe jetzt, irgendeinem Freund meine Niere, wenn sie überhaupt nicht richtig zusammenpasst. Doch, das Einzige, also das passt schon und darauf, dafür nehmen die Patienten ja diese Immunsuppressiva, also diese immundämpfenden Medikamente, dass keine Abstoßungsreaktion kommt. Und die ist bei einigen das Risiko etwas höher, bei anderen ist es etwas niedriger. Aber grundsätzlich können alle Patienten entsprechend ein Transplantat bekommen. Eventuell sprechen medizinische Gründe dagegen. Also nicht jeder kann das bekommen, aber aus immunologischen Gründen gibt es nur wenige Patienten, die jetzt so viele Antikörper haben und so eine hohe Gefahr haben, dass eine Abstoßung ist, dass sie nicht transplantiert werden können. Aber auch für die gibt es eine Lösung, aber die ist nicht so ganz einfach. Und ich habe dann noch eine Frage dazu. Diese müsste dann an einen Menschen, der also praktisch ja, also ich würde jetzt sagen, wo die Gene des Menschen und die der fremden Niere nicht so zusammenpassen, müssten die dann höher dosierte Immundepressiva bekommen? Ja, gelegentlich brauchen die Patienten eine spezielle Vorbehandlung. Ja. Und die, was wollte ich jetzt fragen? Und darf ich vielleicht sonst machen Sie es doch so, dann überlegen Sie sich Ihre Frage nochmal, weil hier unten ist auch noch eine Frage, dann können wir da direkt weitermachen, dann kommen wir nachher nochmal auf Sie zurück. Ja. Ich darf vielleicht zwischendrin noch fragen, Herr Lutz, warum altert die Niere, die transplantierte Niere? Sie sagen, die ist 10 Jahre alt, wenn das von einem meinetwegen 40-jährigen Patient ist, der hat ja vielleicht nur eine Lebenserwartung von 30, 40 Jahren. Genau, je jünger die ist, also gut, grundsätzlich kann man 125 Jahre alt werden,
Aber je jünger die Niere ist, desto länger hält die auch. Ja? Also das gibt es schon einen Zusammenhang. Warum die jetzt schneller altert, das ist schwierig zu sagen. Also das gibt es noch nicht so ganz klar, weil da werden halt eben diese Alterungsprogramme aktiviert, die dann eben dazu führen, dass sie etwas schneller altert. Die genauen Ursachen sind nicht so ganz bekannt dafür. So, bitteschön. Also mich treibt das Thema Peritonealdialyse also doch sehr um. Ja? Ja. Also ich halte das für, als Nichtfachfrau, für die wesentlich bessere Methode, wenn Sie überlegen, wie es den Patienten in der Zwischenzeit, wenn sie nicht dialysiert werden, die werden ja nur 3 Tage dialysiert, die laufen ja, die, wie man so salopp sagt, die restliche Zeit zu, mit allen Schwierigkeiten, die haben eine Restriktion von Flüssigkeit und so weiter. Warum setzen sich die Fachgesellschaften oder zum Beispiel auch Ihre Klinik nicht dafür ein, dass es einfach verbreiteter wird? Verbreiteter. Also das tun wir. Wir setzen uns dafür ein, dass es verbreiteter wird. Wir klären jeden Patienten auf. Gut. Aber der Punkt ist, ich will aber vermeiden, dass man sagt, das eine ist besser als das andere. Beide Verfahren sind gleich gut. Wenn jetzt jemand zum Beispiel keine Ausscheidung mehr hat, keine Urinproduktion mehr hat, dann ist eine Peritonealdialyse sehr schwierig, weil es nicht einfach ist, die Flüssigkeit aus dem Patienten zu entfernen. Geht auch, aber nur mit hoher Schwierigkeit. Und die müssen dann auch entsprechend nichts trinken oder ganz wenig nur. Und für solche Patienten wäre zum Beispiel eine Hämodialyse dann das bessere Verfahren. Völlig richtig. Aber wenn jemand jetzt zum Beispiel eine sehr gute Restausscheidung hat, ja, 2 Liter Diurese und kann sehr gut mit seinen Händen arbeiten, also jemand, der jetzt rheumakrank ist und sich nicht bewegen kann, für den wäre das jetzt auch schwierig. Ja. Aber jemand, der ist, es gibt auch 80- und 90-jährige Patienten, die Bauchfelldialyse machen, wenn die dazu in der Lage sind und eine gute Ausscheidung haben, ja klar, warum nicht? Aber wenn jetzt jemand einsam ist und ich mache eine Peritonealdialyse und der kommt überhaupt nicht mehr vor die Tür, ja, weil er halt jetzt nur noch da zu Hause mit diesen Sachen beschäftigt ist, dann ist auch wieder ungünstig. Ja. Und der wäre dann vielleicht doch wieder mit einer Hämodialyse, er wird dann abgeholt vom Taxi und dann kann der aber durch den Ort fahren, allen Leuten guten Tag sagen, ist dann da in der Dialyseklinik. Und so ist das eben individuell, muss man das genau gucken, für wen was am besten passt. Aber wir propagieren sozusagen das Ganze hier deutlich und versuchen auch bei den Niederlassen, was sehr fruchtbar ist übrigens. Also die Zahlen steigen. Billiger ist die Bauchfelldialyse, weil wegen des Personalaufwands letztendlich in den Zentren und in der Klinik. Da ist noch eine Frage. Gibt es bei den beiden Dialysemethoden Unterschiede in der Gefahr für Infektionen? Ja, wenn man es vernünftig macht, bei der Bauchfelldialyse ist die Gefahr, dass man eine Bauchfellentzündung bekommt, aber das ist sehr selten, weil die Patienten wirklich gut arbeiten und da kommt das nicht häufig vor. Bei der Hämodialyse ist nicht so sehr die Infektion das Problem, das ist eher, dass dieser Shunt, dieser Zugang, diese Blutgefäße zu thrombosieren können, also sich Blutgerinnsel bilden und dann neuer Shunt gemacht werden muss. Also jedes Verfahren hat eben auch so ein paar Probleme, aber wenn man einigermaßen gut das im Griff hat, dann lässt sich das gut kontrollieren. Wie sieht das denn aus mit Kontaktsport bei, wenn man Zystennieren hat? Also da ist ja die Gefahr, dass Blutungen entstehen können. Ja, wäre man eher vorsichtig. Also dieses Boxen, Ringen, Kämpfen und so weiter, wild Fußball spielen, das kann halt dann passieren, dass dann eine Zyste einblutet, Schmerzen entstehen und eine Infektion sich bildet. Ja, also ich wäre da eher zurückhaltend, sagen wir mal so. Verbieten tut man nichts, weil das kann man gar nicht sagen, dass man irgendwas nicht machen darf. Ja. Aber da wäre ich eher vorsichtig. Wenn man jetzt ein Nierentransplantat hat, das ist jetzt noch mal ein bisschen eine andere Situation. Gut, da gibt es Leute, die spielen in der Bundesliga Fußball. Muss man auch ein bisschen gucken, dass man dem nicht direkt seine Niere hinhält, wenn da das Bein irgendwo quer steht. Geht, aber die Zystennieren sind meistens so groß, dass sie überall Kontakt haben zur Oberfläche. Aber vom Prinzip her kann man es machen, aber man muss sehr vorsichtig sein. Ich glaube nur, man muss auch sagen, bei den großen Zystennieren, wenn die richtig einbluten oder wenn es viel einreißt und es zu einem chirurgischen Eingriff deshalb kommen muss, hat man ein relativ hohes Risiko, dass man die Niere dabei verliert.
Und das wiederum fördert natürlich dann den Nierenfunktionsverlust. Ja, oder, und dann hat man sofort einen größeren Nierenfunktionsverlust und muss eventuell früher an die Dialyse. Also gerade bei den großen Zystennieren, glaube ich, muss man sich das gut überlegen. Ja. Und ab wann weiß man quasi, was ist eine große Zystenniere sozusagen? Ja. Na gut, Sie können die ja sonografisch ausmessen. Ja? Und die wirklich großen Zystennieren, die reichen ja im Grunde von der eigentlichen Nierenposition runter bis ins kleine Becken. Ja? Und ich sag mal, wenn die den halben Bauchraum ausfüllen, dann ist das für Kontaktsport, glaube ich, ein relativ großes Risiko. So, ich glaube, jetzt sehe ich niemanden mehr, der noch eine Frage stellen möchte. Dann würde ich sagen, Herr Lutz, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen umfassenden und sehr guten Vortrag. Ja, vielen Dank. Und das letzte Wort am Abend hat Herr Professor Junginger. Ja. Mache ich gerne. Ich schließe mich dem Dank an. Wir haben ja nicht viel Geld in der medizinischen Gesellschaft, um ein Honorar